Guten Abend. Ja, Hallo Olli. moin. Hallo Michi. Zu Wir sind jetzt zweit? wieder in zwei Streams, Ja, ne? wie immer, ja. Also mittlerweile wie immer, ne? Kostet ja Ist kein fast schon Geld. immer. Ja, genau. Stefan ist auch im Chat und RP ist im Chat. Wie geht's Wow. euch so? Alles gut? Also kommen jetzt die ganzen Antworten Irgendwie von so, dir, wie ja, geht's mein dir? Rücken und mein Fuß juckt und. Ja, gut, das ist ja immer so. Irgendwas ist ja immer. Ich habe extra heute mein Mickey Mouse T-Shirt angezogen. Oh, ich Und ich auch. werde auch kein einziges Wort über das Bayern-Spiel verlieren, obwohl ich muss sagen, doch, eins will ich schon sagen, das war schon gut. Also, und ich habe schon so im Chat natürlich hier in Twitter auch mal so ein bisschen abgelästert. Muss natürlich dann, wer austeilt, muss auch einstecken können. Aber ich bin schon wieder pießig, ne? Also, das ist gegen die Bayern so zu spielen, wir haben 4-2 verloren und das ist gegen die Bayern okay, finde ich. Also, das kann schon mal Du, wir haben passieren. auch mit 2 Toren unterschiedlich verloren. Ja, stimmt, aber null. Nicht, aber Das war null das Problem. Tore. Ich meine, zwei Ne? Toren gegen die Bayern schießen und dann noch das Führungstor zunächst, also das ist Richtig. schon Also okay. deswegen habe ich auch vorhin geschrieben, dass ich stolz bin auf Werder. Nicht, weil ich jetzt Werder-Fan bin, sondern einfach nur, weil ich Nee, sage, um die Gottes Willen. kämpfen, die schießen gegen die Bayern immerhin 2 Tore. Da läuft es irgendwie zwar vielleicht schief, aber es läuft. Ne? Und beim Richtig. HSV läuft es nur schief. Beim HSV, genau. Ja, das Ja. ist leider blöd. Und natürlich der HSV wieder irgendwie, wie soll man sagen, so reflexartig schmeißen sie dann mal wieder den Trainer raus. Wobei Gisdol hat sich jetzt lang gehalten. Er ist ja seit 2016 dabei gewesen. Ja, das war aber auch ein Zwangshalten, ne? Weil sie sich die Blöße nicht geben wollten, wieder einen Trainer wegzuhauen. Es tut mir auch leid um Ja. den Trainer. Also es ist der, ich habe auch getwittert wieder heute. Ich sage Tschüss, Gisto. Ich wollte jetzt nicht Vorname, weiß keiner, wen ich meine. Du bist ein guter Trainer, aber im falschen Verein. Ja, Ist so. so ist es. Ne? Und Ja. das heißt ja nicht, dass die Trainer schlecht sind, sondern einfach nur, dass dieser Verein untrainierbar ist. Mit der Führung, Genau. mit mit dem Aufbau, mit der Mannschaft und bar. Und dennoch wird Hamburg nicht absteigen, weil das ist technisch nicht vorgesehen. Und insofern alles gut. Ja, ich dachte, die Also steigen ab, sag das. ich. Ja, ich halte dagegen. Ich glaube, Hamburg Okay, steigt machen nicht wir mal eine ab. Wette fertig. Ja, können wir machen. Worum geht's? Irgendwas, nichts Schlimmes. Okay, gut, da können wir dann noch ausdehnen. RP sagt, hab leider kein Twitter, kann also nicht mitreden. Stefan lobt deine Tweets, ja, weil Stefan danke. ist ja bekanntermaßen Werder-Fan. Ist nicht so schlimm, RP. Das ist das übliche Twitter-Geplänkel und da muss man natürlich auch einstecken können, wenn Bayern-Fans dann antworten. Das ist alles gut. Also ich bin da tiefenentspannt. Es ist ja alles nur Spaß. Ist ja nicht ernst gemeint. Richtig. Und natürlich finden wir die Bayern auch ganz toll. Und ich kann das persönlich sagen, weil ich verwandtschaftliche Beziehungen nach München habe. Und sehr schön, mein Cousin wiederum ist Bayern-Fan natürlich, riesiger Bayern-Fan, hat auch Dauerkarte und alles und auch mehrere sogar. Und seine Freundin, die er jetzt seit ein paar Jahren hat, die ist Werder-Fan. Und das sind immer lustige Szenen im Stadion. Und insofern hat es mich sehr gefreut heute. Die waren natürlich beide im Stadion in München. Das muss lustig gewesen sein. Und ich hätte sogar Karten kriegen können für heute und hätte auch hinfahren können, aber ehrlich gesagt, dann wäre ich das ganze Wochenende unterwegs gewesen und ach nee, Und dann so wärst du wichtig ist nicht Fußball dann hier. auch nicht. So, da hätten wir nämlich nicht zocken können, was wir jetzt tun. Es gibt eigentlich gar nicht so viel zu tun, außer wir könnten drei heroische Strikes machen, wir könnten Schmelztiegel machen Mehr habe ich auch nicht. und Clan EP muss ich noch ein bisschen was einfahren. Gut, Clan Und EP ja. wäre öffentliche Events, ne? Clan-EP sind öffentliche Events, ne? Oder? Genau, beziehungsweise Clan-EP in Strikes, Raids und Schmelztiegel. Also wir können jetzt auch einfach stumpf gleich in den Schmelztiegel. Und dann haben wir Boah, das hinter uns. naja, mach. Also Den einmal, ja, Hexen einmal schießen. gerne, weil dann habe ich 85% auf diesem Clan-EP-Ding. Ja, ich 80. Und dann, ja, dann musst du wahrscheinlich zweimal. Weil Ja, dann gehen wäre wir der jetzt nämlich nochmal rein. fertig Leider gibt und. es den Hexenkessel nicht mehr. Der Oh, Hexenkessel war schade. richtig gut. Auch schade. Jetzt muss man halt sehen, was man kriegt. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man. Ein Hexenkessel ist wie eine Schachtel Pralinen. Egal. Also, das müssen wir dann mal schauen. Wie findet ihr denn mein neues Und Schiff? Wow. ja, schick. Aber das hattest du letztes Mal auch schon. Ach ja, genau. Okay. Das mit diesen. Das Ja, heißt. genau. Wow. Boah, ist das schön. Ja, und dann kann ich noch erzählen, wir waren gestern in Sulzbach. Im dortigen Apple Store, also im Main-Taunus-Zentrum, so heißt es. Und es war auch sehr nett. Also es hatten sehr, sehr viele zugesagt zu Anfang. Wir waren weit über 20 und dann haben doch viele abgesagt.
Oh. wegen diverser Gründe, die ich jetzt gar nicht aufzählen will. Also waren noch alles gute Gründe, also nicht einfach nur so. Es war natürlich ein bisschen doof, aber wir waren dann zum Schluss, waren wir glaube ich noch 17 oder 16 oder so. Das Und war es war früh vorbei, ne? Hat Herr Brünchen angemerkt. naja, was soll ich sagen? Also haben uns um 10:30 Uhr ja schon getroffen und dann waren wir tatsächlich fast über eine Stunde im Store, Ja, nee, was gut, ja dann auch ja. sind. Und dann sind wir zum Essen gefahren. Das hat auch noch mal gut eine halbe Stunde gedauert. Und dann waren wir, ich glaube, kurz nach 12 beim Essen und haben wirklich, also ich glaube, ich habe bis 3 Uhr waren wir da, also 3 Stunden beim Essen. Na gut, ja doch. Also wir haben jetzt nicht 3 Stunden unentwegt gegessen, aber man schnackt ja dann auch. Ober, noch eine Runde. Noch eine Runde, gib hier noch mal Schweinshaxe für alle. Und ja, und dann war es so, dass, ich meine, irgendwie 15:30 Uhr war dann aber auch wirklich bei allen die Luft so raus. Ne? Weil du hast gegessen, das Suppenkoma und geredet ohne Ende. Und dann, ja, dann sind wir dann halt zum Flughafen zurückgefahren, haben da rumgehangen noch. Und ich hatte dummerweise den ganz späten Flug gebucht. Das war natürlich doof. Gut, aber Weil. es hört sich jetzt im Nachhinein auch gar nicht so kurz an. Also, ne, ein paar Stunden immerhin. Also länger war es in Hamburg ja auch nicht oder in Hannover. Nö, also ich würde mal sagen, also 5 Stunden haben wir gehabt. Und das ist schon, also ist schon lang, finde ich. Also ich. Konflikt. So, Konflikt, okay. Marke, Schmelztiegelmarke wäre noch ganz witzig, glaube ich. Warte mal. Ich habe da auch Ach, noch stimmt, kannst du sowas. mal Sie ist anmachen. kompliziert hier. Na, warte, Verteidige deine klick. Verbündeten und Probier besiege mal. deine Gegner. Wie ich sie finde. Hallo, kommst du da? Deine Na, ob Marken, meine das sind sie Schmelztiegelmarke nicht, habe ich das nicht sind auch noch sie. irgendwo eine? Gunst des Schmelztiegels, genau. Und Gunst des anderen, ich mal Gunst des Irgendwo hatte ich Schmelztiegels. doch hier so ein. So, Da, ich habe auch Gunst noch der eine angemacht. Vorhut. Jetzt geht's mal los. Wir müssen denen ja helfen, den Jungs. Da, die nehme ich. Klick. So, denk dran, wir haben hier wenig. Keine Granaten mehr und so. Und das Super ist auch scheiß langsam und so. Ja, das Oh, stimmt. ätzend. Also, ja, naja, egal, was soll's. Stefan meint, der Store sei der langweiligste in ganz Deutschland. Das stimmt natürlich prinzipiell, weil er sehr klein ist. Aber dafür, das haben die ausgeglichen mit der Nettigkeit und dem Personal, die uns auch tatsächlich sehr, sehr freundlich empfangen haben. Also man hat uns immer, immer freundlich empfangen. Und aber manchmal hat man uns halt einfach empfangen und nicht ignoriert, so weitestgehend. Aber da hat man sich auch um uns ein bisschen gekümmert, ein bisschen was erzählt. Viel erzählen die ja nie, dürfen sie ja auch nicht. Aber war schon okay. Hey, steht schon 50 drin. Oh, das warst du. So, jetzt muss ich mal nicht nur reden, sondern auch was tun. Machen, nicht reden, machen. Machen, genau. Einfach mal machen. Machen Sie, sonst mache ich Ihnen und dann machen Sie gar nichts mehr. Genau. So ähnlich. Sag mal, wo läuft denn dieser Penner? Da. Oh, ich Idiot. Gib 2 Schuss ab, muss nachladen. Das hätte ich ja nun wirklich. Das war wirklich ein Anfängerfehler. Er hat gesagt, ich wünsche dem Mitspieler noch einen schönen Abend. Ich hoffe, du meinst. Du gehst jetzt nicht, meine ich, wollte ich sagen. Aber du gehst jetzt nicht, das ist ein Unterschied. Oder meintest du Olli? Oder. Ich hab's nicht. Oder meint er uns einen schönen Abend? Ja, das ist immer gern genommen. Einen schönen Abend wünsche ich natürlich auch zurück. Heute ist Tatort. Bei uns ja noch traditionell, wir gucken ja auch kaum lineares Fernsehen. In der Mehrheit liegt die Kraft Aber hinter. außer Tatort. Tatort ist so unser, was wir wirklich so nahezu linear gucken. Gibt's den heute noch? Ja, immer sonntags, 20:15 Uhr. Aber wobei, wenn wir da noch zocken sollten, ich nehme ihn immer auf und kann dann mit Time Shift, kann ich den natürlich, kann ich den ja dann wieder Zeit anfangen. Wir sind gar nicht mal so gut, aber Hexenkiste war eigentlich geiler. Schade, dass das wieder Ja, abgeschafft wobei haben. ich Warum? finde, Also. hier ist wieder auf Waffe so ein bisschen das Fokus Das und stimmt, ja, das war da bei musst du wieder Hexenkiste ein bisschen natürlich. aufpassen. Und hier konnte ich eben zumindest. Ich kann welche erschießen, das ist für mich ein Vorteil. Ich muss nicht mal Fünf Minuten, granatisieren. das könnte gut für dich ausgehen. Oder Das stimmt, für die das war. Man hat ja praktisch nur super eingesetzt. Richtig. Hier Und dauert hat das ja dann da. tierisch lange, bis jetzt die Granaten kommen und so weiter. Und Ja, super ist das ja auch stimmt. ganz, ganz. Ah, ich habe einen granatisiert und weggeschossen. Das ist Ah, ich nicht habe schlecht. einen Aber es hat mir geboxt und jemand weggeschossen. geholfen. Ich schmücke mich ja nicht mit fremden Federn. So ist es ja nicht. So, eigentlich.
Gegner das Licht ausgepustet. Cool. Ja, auch hat geschossen, sehr gut. In Führung. Die sind aber schnell tot, die Jungs. Das ist gut für Ist mein Gewehr vielleicht doch ganz geil? Hier haben sie zumindest auch bisher nicht diese komische Klebescheiße da, wo du immer reinrennst. Ja, stimmt. In einer halben Stunde wechselt ihr erstmal vom TV auf den kleinen iPad-Bildschirm. Ich hoffe, du meinst mit hier. Ah, was soll das denn? Wieso springst du denn hier runter? Ich kann nur... Nee. Puchchen. Das ist ein Gegner, ne? Ich war übrigens eben auch ganz schnell tot. Scheiße. Stefan guckt nachher Mac TV. Ist das. Machen die live, Stefan? Ich hab das nicht mehr auf dem Zettel, ehrlich gesagt. Die Jungs. Der ist weg. Ja, der lebt noch. Oh, der hat super an. Ah, jetzt ist er weg. Noch einen mitgenommen. Oh, der hatte da irgendeine Mega-Waffe drin, aber ich hab ihn noch weggeschossen. Mist, hat er mich auch noch erwischt. Achso, RP meint, sagte, nein, er meinte dich mit schönen Abend dir. Er wusste, er ist ja noch neu bei uns in der Community und wusste noch nicht, wie du heißt. Achso. Das ist der Olli. Ich bin der Olli. Olli. Ibims, der Olli. Ibims. Also, das, der Schrittgang musst du ja sagen. Ich bin ja nicht der Olli. Du bimst, bist, bimst es. Nee, Ibims nicht. Nee, du bimst es auch nicht. Nee. Ibims, der Michi. Du bimst Michi. 3 Minuten. Mappe Kiste. Ewig nicht geladen. Dafür ist man super. Uiuiui. Ui, ui. Wir haben mal zwei weggeschossen. Und jetzt hat mich einer weggeschossen. Ja, jeden Sonntag 19 Uhr macht offensichtlich Mac TV live. Okay. Mhm. Aber das muss man abonnieren, ne? Das ist, glaube ich, wirklich nur Pay-Per-View sozusagen. Ich glaube, so war das jedenfalls früher bei Mac TV. Ich kenne auch Mad TV. Das kenne ich auch. Da kommt, glaube ich, einer. Ich gucke übrigens gerade den Film The Circle. Jetzt gerade? Ne, jetzt, ja, genau. Und spiele so. Deswegen sind wir so scheiße. Ja. Ich finde, wir sind eigentlich sogar sehr gut. Gibt es da nicht irgendwie 20 Jahre lang immer eine neue Aufmachung davon? Welchen guckst du? Ah, nee, The Ring war das, meinte ich. Nee, genau. Nee, The Circle. Das ist diese, sagen wir mal, dieser Film sozusagen, wo sie ein großes Unternehmen, ein großes Hightech-Unternehmen sozusagen darstellen, das, naja, sagen wir mal, Ähnlichkeit zu diversen Firmen, die jetzt im Valley sind. So nicht beabsichtigt? Hat. Natürlich nicht beabsichtigt. Aber, also ich bin auch noch nicht sehr weit. Deswegen kann ich auch noch gar nicht, überhaupt nicht sagen, wie es ausgeht. Aber das ist schon diese Parallelen und dieses Hi-Tai-Tai und alle haben die, was ja diese großen Firmen alle so verkaufen als Image. Das haben die da sehr gut dargestellt. Und man riecht förmlich die Angst, die da von so einer Firma ausgeht. Ne? Oder das Potenzial. Also ich fasel Unsinn, weil ich mich auch noch konzentrieren muss. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Film. Emma Thompson in der Hauptrolle und Tom Hanks. Zeig, was du kannst. Und sehr, sehr gut. Ich bin ja mega verliebt in Emma Thompson, war ich schon immer. Emma Thompson oder Emma Watson? Nee, Emma Watson. Emma Thompson, blöd, Mann. Emma Watson natürlich, die von Harry Potter. Da habe ich schon damals gesagt, wo die noch, wie alt war die da? Ich meine, das darf man ja so gar nicht sagen. Die wird mal richtig hübsch, habe ich gesagt. Das hast du schon in den Gesichtszügen irgendwie gesehen. Naja, die war damals, ich glaube, 13 oder so haben die. Ja, als aber da Film war, so, war noch richtig Kind, ne? Also richtig so ein junges Mädchen und so. Aber da hast du an den Gesichtszügen schon an der Mimik gesehen. So, die wird mal richtig, richtig hübsch. Und? Wurde, ja. Ich könnte Berater werden. Die wird hübsch, die nicht. Du nach Hause. Ich war ja tatsächlich mal, ich hatte mal eine sogenannte Setcard in einer Datenbank für nicht für Schauspieler, sondern für Fotomodelle. Also ich war mal Fotomodell. Als ich noch, du heute noch Michi? Ja, im Grunde, ja. Als ich noch Kugel-Michi war, und zwar für diese, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, für Real Persons. Also so, eben wenn du fürs Fotoshooting Leute brauchst, die echt aussehen. Okay. Also nicht so eben keine. Oh, wir haben gewonnen. Nee, wir haben. Ja, ach nee, doch nicht. Schade. Du hast aber gut knapp gekämpft. Doch es tut mir leid. Dieses Mal nicht. So ein anständiges Ergebnis sogar. Oh Mensch, nicht schlecht.
Stille des Grauens. Bist du noch da, Michi? Ja, ich schlafe so. Gerade ein. Dachte, Tipp. An Pieg. Pieg. So, jetzt müssen wir, ach, so geht ja direkt weiter. Wir müssen, einen müssen wir noch machen, weil gut. Ich glaube... Ich wäre durch. Aber ja, leider ja, 90%. Und bei Ruf zu den Waffen bin ich erst bei 18%. Oh, 95. Oh Mist. Nee, okay, dann muss ich sowieso noch einen machen. Siehst und du? Ruf zu den Waffen 18%. Da bin ich bei 20, ja. Oh, das wird ein langer Abend dann. Nur Schmelztiegel. Nein, wir spielen nicht nur Schmelztiegel. Also ist ja ein, öffentliche Events. Ja, wobei Ruf zu den Waffen ist halt eben nur Schmelztiegel. Hm. Da gibt es mächtige Ausrüstung. Ne? Mächtig. Du kannst auch wahlweise. Mächtig bei der Bumm. Wahlweise kannst du auch drei heroische Strikes spielen. Das ist die Frage, was du lieber machst. Schaffen wir nicht, ne? Nicht so wirklich. Was heißt denn das? Schaffen wir nicht. Ups. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Multipass. Multipass, genau. Emma Watson war übrigens 10 Jahre, als sie für den ersten Harry Potter ausgewählt wurde. Sagt also die Allwissende. Ich wollte jetzt nicht irgendwie in die. Stefan. Ich wollte jetzt nicht pädophil wirken oder so, aber es, man kann ja durchaus sagen: Mensch, du bist doch ein hübsches Mädchen, die wird mal richtig hübsch. Ne? Also so, nicht, dass ich da irgendwelche Gefühle hege oder irgendwas, sondern einfach nur, dass ich sagte: Mensch, die hat schon Gesichtszüge, da weißt du ganz genau, die kann nur hübsch werden. Genau. So rum meinte ich das. Es sei denn, sie läuft nochmal regelmäßig gegen Baum. Ja, so wie wir. Ja, mit genau. 12. Das, mit 12. Okay, das war's mit der Karriere. Schauspieler wirst du nicht mehr. Ja, es ist so. Ja. The Circle. Okay, muss ich mal gucken. Klingt ja interessant. Klingt, also es ist wirklich, also man glaubt, das ist so eine Mischung aus einem großen IT-Konzern und einem sozialen Netzwerk, so was sie da porträtieren oder karikieren, noch nicht mal, sondern darstellen und natürlich im Film immer etwas sozusagen auf die Spitze getrieben, was ich gut finde. Und also so nach dem Motto verstärkt, was könnte passieren, wenn das eben so weitergeht und ungebremst sozusagen. Klingt auf jeden Fall interessant. So, ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt, glaube ich, nicht gespoilert, also das kann man... Also und Tom Hanks mag ich ja auch gerne. Oh ja. Ist zwar auch schon in die Jahre gekommen, aber nach wie vor. Ja, aber das ist ja bei ihm wirklich sogar, also von Vorteil, finde ich so, ne? Weil der irgendwie, der wird immer besser, finde ich. Also ich fand den eigentlich schon immer gut, auch ja. Schon, als er hier Big, sein, ich glaube, das war nicht sein erster ich Film, bin aber du quasi, super. Ja, genau. Ja. Einer ist schon weg. Jetzt bin ich weg, ne, ich lebe noch. Jetzt bin ich weg. Aber ich komme wieder, keine Frage. RP fragt, wie es uns zweien so geht. Prinzipiell oder jetzt speziell hier im Spiel? Kann ich klagen. Ja, ich kann auch nicht klagen. Also ich sterbe zwar dauernd gerade, aber... Also gefühlt, aber... Nee, ich kann nicht klagen. Shit, jetzt bin ich gestorben. Jetzt bin ich auch gleich tot. Jetzt. Ah, Mist, da habe ich echt gepennt. Nee, mir geht's auch gut. Also ich, ja, außer dass ich jetzt wieder morgen arbeiten muss. Oh ja, Mist, jetzt geht's mir wieder schlecht. Nein, mir geht's auch gut. Ich finde ja immer diese, ich mag, also montags morgens ist ja immer auf meinem Twitter-Stream sehe ich dann immer so die ganzen Montagsmuffel, die dann immer sagen, wo ist mein Kaffee und Montag und ich habe Montage gern. Wo ist mein Kaffee und Montag und wer twittert denn sowas? Bergmann heißt der. Oh. Ha, kennst du nicht, weiß ich. Nee, genau. Muss man nicht kennen. Wo ist denn der Hund hier? Der ist irgendwo hier oben drauf. Ja, irgendwie. Shit. Ja, die machen das ganz gut. Also wie es mir geht, kannst du momentan in meinem Blog irgendwie lesen. Muss ich mal sehen. Irgendwie Spezifikator WordPress.com, glaube ich. Ansonsten, so an Twitter hat er ja nicht gehabt, ne? Sonst muss er nach Hashtag Projekt34 suchen. Ja, da mache ich ja gerade so ein persönliches Body Change Bla und
Ich rede hier auch Schwachsinn, ich muss mich eher konzentrieren. Gerade. Und versuche. Change, bla, genau, Body Change Bla. Das berühmte Body Change Bla. Weil so ein neues, jeder neues braucht sein Bla. Gebt mir ein Bla, aber nur ein. Ich sehe hier kein. Ich weiß nicht, wo die. Ah, das waren Gegner. Die schwirren hier um mich rum. Die Homsen. Aua, nicht gut. Shit, hab ich fast gehabt. Ich versuche wieder meine alte Jeans reinzupassen, so rum. Und da ist mein, das mache ich mit so einem Tagebuch. Ja, machen viele, haben auch viele schon gemacht. Aber ich find's gut, und wenn ihr da Bock drauf habt, dann lest ihr das einfach mit. Und dann könnt ihr gucken. Also wöchentlich Update mit Zahlen und Malen nach Zahlen. Auch das noch. 5 Minuten. Oh, das sind viele, viele, viele. Scheiße. Shit, shit, shit. Ja, wie geht's dir, RP? Und Stefan genau. Natürlich auch. Dass, wenn wir dann schon so bla bla machen, dann wird Quid pro quo. Genau, dann würde ich das wirklich auch gerne wissen, wie es euch geht. Gute Frage, Michi. Ja, sehr gute Frage. gute Frage. Oh, ein Scheiß. Gute Idee, so ein Scheiß. So ein Scheiß, gute Idee. Ja, der alte Otto Witz. Ja, mich hat hier gerade einer. Wollte gerade. Schafft er eventuell auch? Ne, schafft er nicht. So, der ist weg. Cool. Das ist der mich erwischt hat. Das ist auch so ein Sportfilm. Ghostbusters. Großartig, hebt etwas für mich auf. So, der ist auch weg. 19 zu 19, wir sind gar nicht mal so gut. Oh, da kommt ein Gegner. Weg. Führung übernommen. Ich könnte einfach mal super anmachen. Ach nee, mal super ist noch nicht. Super braucht auch 3 Tage. Wie geil. Wenn man das jetzt vom heutigen Training. Ah, herrlich. Ich habe mich hinter dem Baum versteckt, um mich wieder zu regenerieren. Dann gucke ich nach vorne und stehe da und warte. Dann konnte ich ihn locker abknallen. So, Shit. RP meint, ihm geht's gut. Und auch in Destiny 2 geht's ihm sehr gut. Ach, spielt er auch? Spielst du auch gerade? Oder ne, jetzt guckst du ja zu. Auf 3 Minuten. Ach Mist, der ist besser als ich. Der hat aber auch diese geile. Die Knarre hatte ich auch. Ich weiß gar nicht, wann ich die im Einsatz habe. Schannel weg. Ach, diese, die langsam anläuft, aber dann losballert, ne? Wie ja, irre, ja, die habe ich aber leider nicht. Aber ich habe ihn hingekriegt. Also insofern. Du musst ihn in diesem. Wenn er dann langsam ist, erwischen. Ja, genau. War kurz in meinen Waffen. Ja. Oh. Toll. Mist. Ah, einen weggeballert. Da war ich ihn kurz verunsichert hier. Den auch weggeballert, aber dann hat mich der nächste immerhin 2 weg. Ach, so schlecht sind wir nicht. Wir sind schlechter. Genau, wir sind total. Wir sind nicht nur schlecht, wir sind schlechter. Der Schlechter von Destiny bin ich auch. Bam! Hast du super gemacht. Oh shit, oh nee. Diese Schwebeminen. Oh. Bin ich voll reingelaufen. Fuck! Ich bin hier so blöd durch die blind und blöd durch die Gegend gelaufen. Das tut sich rechnen tun. Blind und blöd? Mann, das stelle ich mir irgendwie lustig vor. Ja, das ist eine gefährliche Kombination. Ich bin blind und blöd. Ja, das merkt man. So Dong, hä? Was ist das denn? Dong, hä? Schon wieder. Ja, schön stark mutig bin ich. Schön gegen den Strand gelaufen, stark abgeprallt, mutig wieder hingerannt. Feuerwaffe, nicht schlecht. Feuerwaffe. Das, pass auf, der hat eine gute Knarre. Das ist der mich erwischt hat, den du gerade gesehen hast. Da kamst du gerade um die Ecke. Erwischt. Hast du erwischt? Cool. Ja, der ist doof. Bist du gar nicht so doof. Nee, ich bin nur. Ja, weiß ich auch nicht. Na, ah, da habe ich wieder den. Ah, der mit seiner langsam schneller werdenden Knarre gewonnen. Gewonnen. Oha. Shit. Die ist aber ganz schön krass, die Waffe, die er da hat. Auf Reichweite sogar. Diese. Hat ihm aber auch nichts genützt, ist schon wieder tot. Oh, aber wieso erwischt er mich immer? Finde ich ja gar nicht lustig.
Mist, ich habe den mit Super nicht erwischt. Und er hatte auch Super an. So. Ja, ist das auch vorbei. Das verlieren wir leider grandios, aber. Auf 30 Sekunden. Ich mache hier so Kamikaze. Ich gehe meistens selbst bei drauf, wenn ich einen erledige, aber immerhin. Sekunden. Okay. Ich habe den mit seinem Wir Super müssen habe ich noch alle kurz einmal an erlegt, den dann hat er Rand allerdings auch mich steigen. erlegt. So, Meilensteine Jo, aktualisieren. hier auch. Und noch ein legendäres Engramm bekommen und Kranepee und Und eine aber und Pizza. Nichtel. Kostenlose Nicht nach Pizza. Ihnen, Hüter. Und noch ein Island. Dieser Rechnen Kampf ist erstmal aus. Immerhin Aal. habe ich Aber es 12 wird noch andere geben. Ja, diesmal war ich nur getötet. 11. Nur 11. Nur 11. Ja, die Immer ein 11. mehr, Das der ist ein mich hier. 11. Das ist eine 11, eine 11 oder eine 12, je nachdem. So, ja, wo sind wir schon? Cool. Warte mal. Achso, ja gut, dann gucken wir doch mal. Ich gucke nochmal eben die Milestones. Also Klani-P, ja, Ruf zu den Waffen habe ich jetzt bei 36. Also wir müssten noch Hab wahrscheinlich. ich 37? Na toll. Heroische Strikes, ja gut, das kann man ja alles Quatsch. Okay, dann fliegen wir jetzt mal eben zum Turm, holen, geben die Scheiße da ab. Muss man die überhaupt beim Ist Turm der beim abgeben? Turm? Hawthorne oder wie der hieß da? Hawthorne, ja, ist beim Turm, Okay. genau. Und dann gehen wir aber gleich weiter und machen noch was. Ich bräuchte oder ich müsste hier Merkur, weißt du, diese Ja. fortgeschrittenen, wie heißen die Dinger? Fortgeschrittene Kapillare oder was war das? Bitte? Ja, diese Kap ich brauche Kapillare. Ach so, Ganz die viele Hände kriegst du ja muss ich. überall, oder musst du die umwandeln? Umwandeln geht Karpaltunnel nur brauche da. ich, ganz viele. Ja. Ich muss Kabalhände abmachen. Nein. Abschrauben. Warte, wie das sind hier, wie heißen die denn, diese komischen? Ah, PRP spielt gerade auf der PS4 Call of Duty, World War II Konzentriert. wahrscheinlich. Das habe ich ja schon durch, also die Story, den Multiplayer-Teil habe ich ja nicht gespielt. Ist auch viel zu schnell bei Call of Duty, finde ich immer. Ja, Call of Duty, also wie gesagt, die Kampagne war kurz, aber gut. Gibt es auch als, gibt es glaube ich in 3 oder 4 Livestream-Ausgaben von mir. Destiny spielt ja auf der Xbox, ja okay, gut, dann kommen wir da nicht zusammen. Ich habe mir ja Sea of Thieves bestellt für die Xbox. Das ist ein sehr, Dein. soll ein sehr geiler Open-World-Piraten-Shooter, Genau. sonst was sein. Und ja, mal gucken, das fange ich dann an. Ich habe immer noch Assassin's Creed Origins da liegen. Das wollte ich ja auch noch anfangen. Und dann kommt ja im Februar oder März oder April oder Mai oder Juni Far Cry 5. Das habe ich aber für PS4. Das wird, glaube ich, groß. Das wird groß und groß und atemlos. Das Piratenspiel machst du doch mit Janine, ne? Oder Ich wollte sie hoffe, da ich doch nicht versuche, ich mehr? habe, ja, ich habe, ich hoffe, dass ich sie überzeugen kann. Die Also dafür würde ich aber sogar ich nach muss die Bremen Karten fahren und und zugucken. Karten und ja, dann machen wir es natürlich. Ja, also einmal, nicht Kannst jedes Mal. jederzeit mein Wingman sein. Oh, du Blödsinn, du kannst meiner Ach so, warte. sein. Mist. Wieso, so ging das doch? Entschuldige. Top Ach Gun, so, ja, oder? stimmt. Top Gun war das, ne? Ja, Genau. du kannst Da gibt es einen jederzeit, jederzeit. Abgasstrahl. Ist Blödsinn, du kannst wohl nicht so harschen, na, Schleim. Alle so freundlich. Erstmal angefeindet, weil sie hauen sich fast in die Fresse und so, ne? Ja, genau. Und dann so So, ah, du kannst Schleimfreund. mein Flügelmann sagen. Jetzt ist ja auch alles vorbei, du Träne. Du gibst einfach nicht auf, oder? Hast Gaul ausgeschaltet. Oh, ein 30 Sekunden. 327er Engramm. Und jetzt Oh, sind aber überall sehr mit du und dein Klani-P exotisch. in Brauche ich Gefahr nicht. gesetzt. Cool. Und deswegen habe ich mit dem Ich ganzen habe hier Kram. noch irgendeine. Was ist das denn eigentlich? Oh, gar keine Geschenke mehr. Wir sind alle Unscheinlich. Krieger. Guck mal, den will ich jetzt mal Aber die zerlegen. Stadt Den brauche ich blickte auf nämlich die nicht. Dann kriege Titan. ich wieder so Waffenkerne. Wir müssen irgendwie weiter. RP fragt, ob ich Fan der Last of Us-Serie bin. Also Fan kann ich jetzt nicht direkt sagen. Ich habe das auch nicht gespielt. Ich habe mir das bei Kai Schellenberg angeguckt. Der hat das gespielt. Ist das so Und von mit da. Zombies? Last of Us? So in der Nee, letzten. das ist so. Fantasy ist jetzt auch schwer zu beschreiben. Ist aber. Ist so Lara Croft-mäßig, also Tomb Raider-mäßig mit Fantasy-Elementen so. Ist okay. Also Fan würde, als Fan würde ich mich jetzt nicht direkt bezeichnen, aber ich finde es auch nicht schlecht. So. Dieses Schicksal ist zu furchtbar.
Im Moment kann ich ja sagen, ist Destiny natürlich der beste Zeitvertreib. Wobei so richtig passieren tut natürlich in Wirklichkeit nichts mehr. Aber Leute, die den Season Pass haben, da kommt ja noch was. Irgendeine Erweiterung wird es ja wieder geben. Boah, ich könnte infodieren. Oh, da freut sich Stefan. Da müsste man ganz schnell auf meinen Kanal switchen. Oh nein, ich habe schon wieder diesen blöden Helm gekriegt, den ich 70.000 Mal schon habe. Meine Fresse, wer will den denn bekommen? Und hat er denn wenigstens mehr Power? Mehr Power. Nö. Last of Us ist doch mit Zombies. Ach, dann habe ich das verwechselt. Ist mit Zombies. Hast recht. Irgendwie. Ich war so der Meinung, gehört zu haben, genau. Ja, nee, gut. Dann ist es mit Zombies. Schmeiß ich jetzt mal die Scheiße hier weg. Flieg niemals über den Acker ohne deinen Tacker. Ist das ein Zitat aus Last of Us? Weil das kenne ich doch nicht. Klingt aber lustig. Ich muss mal irgendwie gerade noch ein bisschen zerlegen. Habe ich da noch 335er Pistole gekriegt? Zerlegst du schon? Ich infodiere und zerlege, aber. Nee, infodieren geht gerade nicht. Ah, vielleicht kann ich da was rein infodieren. Infodieren. Nee, im Moment nicht. Ich behalte jetzt auch erstmal die. Kann ich hier irgendwas rein infodieren? Nein. Okay. Was will die da von mir? So, die will immer noch. Story-Mission wiederholen. Ja, ja, kein Bock drauf. Meditation, tödliche Prüfung. Gehe zu dieser Mission zurück und denke über ihre Rolle in deiner Erholung nach. Ach, das ist dann wieder die. Ach, das ist Top Gun. Ah, ja, Entschuldigung. Weißt du, wann ich Top Gun gesehen habe, Stefan? Mann, das war in den 90ern und zwar im Kino. Dann wird es immer wieder Zeit, ne? Ja, stimmt. Aber wobei, es waren schon geile Aufnahmen und geile Musik. Ja. Und Top Gun in 3D macht auch Laune. Gibt's das in 3D-Quatsch? Nicht, doch. So. Ernsthaft? Mhm. Also den Originalfilm haben sie den nachbearbeitet für 3D? Ja, aber es hat natürlich dann nicht die offiziellen 3D-Effekte wie jetzt sag ich mal Ice Age oder irgendeinen, den sie wirklich auf 3D gemünzt haben. Aber ist schon geil geworden, muss ich sagen. Hat gut coole Effekte. Okay. Aber du hast ja keinen 3D-Fernseher, ne? Nö, das macht ja nicht. Ach so, nee. Dann macht das dann doch schon was, du. Dann ist das nicht so richtig dreidimensional. Nee. Das stimmt. Ja gut, dann lassen wir das, würde ich sagen. So, kann ich hier noch infodieren? Nein. Ich kann im Moment nichts nirgendwo hin infodieren. Und das nervt. Ich will infodieren. Ein bisschen konnte ich. Ein bisschen. Gutens. Was will denn jetzt noch der Waffenmeister von mir? Alle wollen, ich renne hier nur. Naja, weil du jetzt alle zerlegt hast, ne? Da hast du natürlich eine ganze Menge. Ich glaube, wenn ich irgendwo gelevelt habe, dann beim Waffenmeister. Wer nicht? Nein, ich konnte diesmal. Na? Doch, genau einmal leveln. Und irgendeinen Scheiß gekriegt, den ich noch nicht brauche. Oder? 323, was ist das? Ein Fusionsgewehr. Das irgendwo rein infodieren vielleicht? Natürlich nicht. Ach, guck mal, ich habe noch so ein Quest. Kehre zu Nessus zurück und beschaffe Kommunikationskodierungen der Rotlegion-Truppen. Wo hast du das her? Also wo ich habe das eben dann gefunden in meiner Powerwaffe. Da ist noch so ein. An den Koms ist das. Nennt sich das? Ach so. Okay, das können wir natürlich machen. Wieso habe ich das nicht? Da hast du wahrscheinlich schon ewig erledigt. Ich habe es nur vergessen. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Ich habe immer noch diesen Rattenkönig, aber ich glaube, das ist tatsächlich was man mit dem Leviathans Raid erledigt. Sozusagen. Da komme ich ja nicht zu. Janine hat mich neulich nochmal versucht zu überzeugen. Aber das war dann so, ja, wir machen mal so in der Mittagspause. Oder also mittags. Dann sage ich, ja, aber das dauert mir zu lang. In der Mittagspause. Also, beziehungsweise schaffe ich in der Zeit nicht so. Nee, also mir ist der auch zu lang, muss ich sagen. Und er war auch ziemlich irritierend und auch, ja, dafür zu anstrengend insgesamt. Ja.
Ja, ist ja nicht schlimm. Man muss ja nicht alles machen. Wir haben den Königsfall-Raid im anderen Spiel haben wir ja auch nicht gemacht. Stimmt. Im Destiny 1. Der war auch heftig, ja. So, ah, ich habe hier so viel Zeug nachliegen. Was ist das denn? Dass man die blöde Poststelle nicht einfach mal auf einen Rutsch leerräumen kann. Da liegt noch so viel Krempel, dass ich nicht nehmen kann. Den ich nicht nehmen kann. Gut, ich wäre soweit. Ja, ja, ich auch. Schon lange. Schon ewig. Ach so, ja. Schon ewig. Ewig. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ach so, zu Merkur wollten wir. Ja, gerne. Das andere Ding, irgendwann mal mache ich das. Dieses komische Nessus-Zeus dann. Gut, dann fliegen wir zu Merkur. Da startet auch gleich ein öffentliches, das öffentliche Event. Mehr gibt es da ja nur. Da gibt es ja nur zwei. Zeig mir deine Stärke. Ach, ich höre das Gelaber. Tina telefoniert im Hintergrund. Ich höre es nicht. Ich höre es. Ich meine, das Mikro ist ziemlich empfindlich vom Headset. Und das Mischpult drückt es ziemlich laut rein. Deswegen rede ich manchmal auch sehr leise, aber wenn ich es laut rede, dann knallt es mir in die Ohren. Und wenn ich es leiser drehe, dann drehe ich leider auch das Übertragungsmikro leiser. Das ist ein bisschen doof geregelt. Ja, irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist immer. Aber dafür ist es trotzdem ein super Mischpult, was ich hier habe. Ein super Ding. Gefällt. Ja, das ist wirklich gut. Ich habe da neulich nochmal Werbung für gemacht, auch bei so ein paar Gamer-Freunden von mir, weil ich ja nach wie vor, also diese spezielle Gamer-Hardware, die es ja zu kaufen gibt, ist aus meiner Sicht in den meisten Fällen überteuerter Müll, der dann irgendwelche Spezialfunktionen hat oder nur mit speziellen Headsets funktioniert oder eben spezielle Hardware. Da kauft man doch lieber Profi-Hardware, die mit allen Sachen funktioniert. Das stimmt. Aber so profimäßig ist es gar nicht. Es ist ein super, es ist qualitativ, es ist klasse. Hat jetzt nicht mega viele Funktionen, aber es ist auf jeden Fall reicht es um. Läuft das schon? Das läuft schon, ne? Ich glaube, der läuft schon, ja. Dann fahre ich da mal hin. Ist auf jeden Fall mega gut, um ein Headset ohne Mic-Monitoring in ein Headset mit Monitoring zu verwandeln. Ja, und das sage ich ja. Da würdest du dann bei einem Gaming-Equipment-Hersteller eben tonnenweise Geld ablatzen. Und dann funktioniert das nämlich nur mit dem Headset von dem Gaming-Hersteller, weil der natürlich seine Hardware verkaufen will. Sei stark. Und das finde ich halt so blöd. Und dann klingt es auch nicht mal gut. Wir haben das mit Janine ja alles durchgemacht. Die Arme hat ja alles bezahlen, ja alles gekauft. In der irrigen Annahme, dass es dann besser wird. Ja, das Problem ist auch meistens wahrscheinlich in diesen Funktionen, die sie anbieten. Das sind ja so Softwareregelungen nur irgendwie. Also so reine Filter, die irgendwas ohne jetzt einen Hardware-Kanal durchdrücken. Richtig. Ich habe auch gar nichts gemacht und das läuft schon von selbst her alles. So. Cool. Ja, ich habe eben eine Kugel reingeschmissen. Ach so. Ich bin gerade angekommen. Ja, und hier hast du wenigstens beim Mischpult, ich sag mal, richtige Hardware-Kanäle, die du richtig rein, raus, sonst wie. Und wenn ich mir ein zweites davon kaufen könnte oder würde, da könnte ich auch tierisch interessante Effekte mit erzielen. Da könnte ich jetzt auch wahrscheinlich den Gamer-Chat-Ton extrahieren. Da könnte ich noch Ausgang aus dem Controller benutzen, zum Beispiel. Und das irgendwie andersrum machen. Ja. Also ich habe 1000 Möglichkeiten damit, ne? Und wenn ich mal irgendwann mal Bock hätte, dann würde ich damit auch am Mac arbeiten können. Ja, ja, klar. Das ist auch vielfältig einsetzbar eben. Ja. Das ist zwar nur ein kleines Pult, aber das spielt ja keine Rolle. Es geht ja, die Technik ist professionell und ich mache das ja, das ist ja auch der Grund, wir werden ja mal wieder gefragt, warum treibt ihr so einen Aufwand auch für die Abtalk-Sendung? Und dann sage ich das ja ganz klar, weil natürlich kann ich das billiger realisieren und natürlich kann ich das einfacher realisieren, zum Beispiel mit billigeren Kameras, mit Webcams oder mit Softwaresteuerung. Aber da muss ich jedes Mal hoffen, dass das noch funktioniert, wenn ich eine Sendung machen will, weil irgendwie da irgendein Treiber sich geändert hat oder keine Ahnung, irgendwas passiert. Und bei Hardware, die schalte ich halt ein und die geht. Ja gut, da ist natürlich auch inzwischen ist Hardware ja meistens auch nur Software, aber ach Scheiße, also da ist dann natürlich auch irgendeine Software drin. Oh, Padout. Na gut, dann macht er das jetzt hier. Bin fast abgestürzt, aber ich konnte mich noch fangen. So, jetzt müssen wir den Vex-Geist da, den Torlord.
Macht das nicht heroisch oder was? Ich glaube, es ist nicht heroisch geworden. Ich bin nämlich fast abgestürzt eben, aber der eine Typ ist weitergegangen. Oder ist der auch abgestürzt jetzt? Gehe ich da nochmal hoch? Warte. Ja, oder ist das zu spät jetzt? Das weiß ich nicht. Ja, das steht ja schon, besiege den Torlord. Ich glaube, dann ist es schon zu spät. Noch kann ich hoch. Ja, dann trau dich. Oh, jetzt ist der schon immun, weil ich so 3 Jahre gebraucht habe hier. Ah, da sind die Kugeln. Ach, die musst du bei beiden machen wahrscheinlich, bei den Inseln oder was? Ach so, das kann natürlich sein. Das... Na gut, okay. Schade, na gut. So, Torlord, Lordi ist kaputt. Ich hab nicht einen Schuss abgefeuert auf den Kerl. Ja, aber läuft für dich. Ja, lief von selbst. Und ich habe Glanz. Und hier liegen Samen. Mal gucken, ob ich die Dinger kriege, weil ich habe ja nicht einen Schuss auf den Torlord abgegeben. Dass ich hier die Kisten leeren kann. Okay. RP fragt gerade, ob ich Lust hätte, mit ihm zusammen World War II Multiplayer zu spielen. Ja, prinzipiell schon. Dummerweise habe ich das Spiel schon verkauft. Weil ich denn die Kampagne durch hatte, war das dann... war das dann sozusagen für mich erledigt. Ich hatte das eigentlich mit Janine vor, wollte mit Janine das Multiplayer-Ding spielen. Und da war es aber so, dass Janine und ich beide festgestellt haben, dass wir das irgendwie nicht richtig auf die Reihe kriegen. Und dann war das irgendwie so. Oh, ich habe noch ein exotisches Engramm gekriegt. Bestimmt wieder einen Helm, den ich schon 20.000 Der Helm. Ich habe mal eine Merkur-Münze angemacht für Kisten und sowas, ne? Oh, das ist sehr liebreizend von dir. Hier steht ein Auto. Oh, ich habe Samen. Ich sehe einen Samen. Schließe einen verlorenen Wettbewerb, sammle 10. Eliminiere 75. Apple sagt, das ist dumm gelaufen. Das stimmt. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das Spiel nicht verkauft. Aber ehrlich gesagt, braucht ihr auch ein bisschen Kohle. Weil doch jetzt im Moment ist viel Geld für Spiele draufgegangen, so in letzter Zeit. Also nicht nur für Spiele, auch für Spiele. Oder? Drogen, das meiste ist ja für Drogen draufgegangen. Das meiste geht immer für Drogen und Alkohol drauf, das ist ja klar. Und die Cracknutten nicht zu vergessen. Ja, ach, die sind auch, die haben mal angezogen im Preis irgendwie, ne? Ja, ja, das ist ja richtig teuer geworden alles. Ja, und deswegen musste ich das eine Spiel verkaufen, um mir das wieder zu leisten zu können. Scheiße, die Cracknutten, ne? Hallo, Reimann hier, ich hätte wieder gerne Crabnutte. So mitnehmen oder? Nee, zum hier essen. Herrlich. Fort, ihr beiden. Oh, der ist weg. Der macht bestimmt eine Kiste auf, ja. Epic habe ich sonst noch an Games hat. Naja, Destiny halt. Auf der Xbox Assassin's Creed Origins. Das war im Angebot. Das ist meines Wissens ja auch Core. Und dann habe ich noch tatsächlich ja wieder gekauft No Man's Sky, obwohl ich da nicht weitergespielt habe. Weil ich jetzt dann auch doch nicht langweilig. Mehr. Ja, irgendwie war es dann doch. Dann irgendwann doch langweilig. Ja, vor allem. Irgendwie musst du ich baue eine Basis, aber irgendwie musst du sie nachher auch wieder verlassen. Und das war das Doofe daran. Du machst dir echt die Mühe und baust. Aber, das ist, ja, für was, frage ich mich nachher. Du musst zwar irgendwas finden, diesen Mittelpunkt oder was, aber... Ja, also die Basis habe ich gebaut auch. Und du kannst ja auch jederzeit wieder hin, egal wie weit du schon voran bist im Universum sozusagen. Aber was ich persönlich blöd fand, also es gab ja am Anfang, als das neu war, gab es diese Mission, komme zum Zentrum des Universums. Und zugegebenermaßen ist das Universum ja gigantisch groß. Genau. Dual generiert. So, und ich, und dann kriegst du auch so eine Angabe, wie viele Lichtjahre es noch sind, bis zum Ziel, also zur Mitte des Universums. Und die ist so gigantisch groß. Entfernung und die Namen nicht ab. Also ich habe dann irgendwann angefangen, Hyperraumsprünge zu machen. Ich meine, die Leute, also alle, die zuhören und das mitkriegt, dann wissen es ja. Ich habe es ja gesehen, ich habe es ja live gemacht. Und man kam nicht voran. Also teilweise wurde die Entfernung sogar größer, obwohl man sich angeblich dem Zentrum genähert hat. Und da habe ich dann gedacht, okay, das
ist dann, also wenn das mein Ziel ist und ich das im Grunde nie erreiche, weil das so gigantisch groß ist, das Spiel. Wenn man im Grunde nur auf immer ähnlich aussehende Planeten trifft, dann war es. Ich finde es geil, so von der Idee, ein ganzes Universum zu haben, wo man beliebig rumfliegen kann. Aber wenn dann wirklich kein Ziel mehr da ist und nichts mehr sich machen lässt und alles doch dann ähnlich aussieht, dann ist es auch irgendwann langweilig. Ja, ich glaube, das ist auch eher sowas für einsame Winterstunden für alleine irgendwie. Ja, ja, genau. Weil du, ja, im Grunde. Also das, die Idee dahinter war gut, ein bisschen mehr, sie haben ja jetzt auch nachgerüstet wohl mit mehr Action und so. Die Texturen haben sie auch aufgewertet total, also im Gegensatz zu ganz am Anfang ist es natürlich deutlich hochwertiger jetzt, aber ja, was du sagst, das ist, also ich habe da auch Stunde um Stunde mit verbraten und bin überhaupt nicht weitergekommen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mal irgendwann neu angefangen nach diesem Mega-Update, was es gab. Aber da hatte ich dir das noch schmackhaft gemacht. Ich glaube, wegen mir hast du es auch gekauft. Ja. Ne, aber ich habe dann auch kurz danach komischerweise aufgehört. Ich nehme eine Mission an. Alles abknallen, was geht. Das kann ich. Wir müssen immer nach Möglichkeiten suchen, aber offensichtlich. Was muss man abknallen? Alles. Feinde besiegt. Ach, generell. Okay, das kann ich. Egal was. Wow, guck mal. Den ersten schon besiegt? Ne, ich hab einen Kamm gekriegt, eben bei Kiste. Also, ich habe aber schon einen Feind besiegt, das ist gut. Achso. Ich habe auch einen. Schon mehr Feinde, ja. Das merkt man an der Prozentzahl. Hier ist noch ein Samen. Wie gesagt, also, gute Idee, aber dann letztendlich so ein Scheiß. Eine Ausführung. Genau, gute Idee ist auch ein Scheiß. Ja, schon, ne? Also, stell dir mal, du hast ein prozedural generiertes Universum und eine Game Engine dafür. Was kann man da alles machen? Ne? Ja. Was hätte man da alles machen können? Ne? Und das haben sie einfach nicht genutzt. Sie haben ja auch viel Kritik eingesteckt. Auch die großen Gamer und Let's Player haben ja letztendlich dann dem Spiel den Rücken gekehrt. Ich habe ja immer noch jahrelang, nein, nicht jahrelang, immer noch lange das Spiel die Stange gehalten. Aber irgendwann war dann immer. Ist auch nicht schlimm. Also es gibt dann auch noch neue Stoff. Das sagst du über Destiny auch irgendwann, dass es nicht mehr. Der war doch beim alten Aus. Irgendwas ist vorbei. Ist doch klar. Das ist ganz normal. Ich bin froh, dass ich das Destiny auf Scheibe gekauft habe. Also als Disc. Dann kann man es vielleicht nochmal verkaufen. Auf Scheibe. Ja, voll auf das Scheibe. Soll Sagira erstmal toppen. Was ist hier noch? So ein Ding mit. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Weswegen sind wir hier? Ich bin am Farmen, theoretisch. Also, weil ich brauche ja diese fortgeschrittenen Radiolan, aber die kriegst du, glaube ich, nur bei Events, ne? Ja. Bisher muss ich gar nicht wahr. Ich brauche, also, nee, warte mal, das war anders. Ich brauche, in Kisten sind die auch drin. Genau, verlorene Provinz. Ich brauche fortgeschrittene Paradoxon-Verstärker. Ich habe, glaube ich, ja, okay. Ich habe konzentrierte Radiolara-Kultur und ich habe. Irgendwann noch diese Verstärker oder was? Die größeren baust du aus den kleineren. Genau, sozusagen. Ich habe zwei kleine. Ich brauche also ganz viele von diesen Paradoxon-Verstärkern. Wie gesagt, Kisten. Schmelztiegel. Wird durch den Abschluss von Strikes, Schmelztiegel-Matches und heroischen Abenteuern auf Merkur. Okay, heroische Abenteuer auf Merkur. Lass uns doch ein heroisches Abenteuer auf Merkur machen. Ja, wie kriegen wir das denn? Es gibt hier ein Abenteuer, aber ob das heroisch ist, weiß ich. Wir gehen dann mal hin. Jetzt müssen wir sowieso erstmal hier irgendwen erschießen. Ach, hier sind wieder so diese Kreise von den, mit den. Ah ja, sehe ich. Und dann müssen Gegner, ich glaube Kabale in dem Fall. Ja, genau. Hab was. Irgend so ein Barren. Diese Kreise hier sind ja wichtig für dieses zweiwöchige Gruppenkampf-Dings, wo wir beim Toten Orbit sind jetzt gerade. Ich komme auch schon zum Kreis. Ein. Bin hier auch in irgendeinem Kreis. Nebenbei sammle ich noch die blöden Dinger hier ein. Für unser. Oh, hallo?
Ja, immer dieses Nachladen, ey. Ja, das nervt. Ich würde sagen, dass das eine ziemlich gute Ausbeute ist. Danke für eure Opfer, ihr Bösewichte von Merkur. So. Ihr Opfer. Auf jeden Fall. Du Opfer, genau. Opfer. Die dümmste Opfer. Der wird nie los, ne? Den haben wir. Oh Mist, den toten Hosen hier. Ah, danke. Schön viel Munition, das ist gut. Ja, genau. Also jetzt bin ich sehr, jetzt freue ich mich tatsächlich auf Far Cry 5. Das ist, glaube ich, gut. Ich freue mich aber auch auf dieses Sea of Thieves. Ich hoffe, dass ich Janine noch überzeugen kann. Ich sehe irgendwie in letzter Zeit hatte ich, glaube ich, ziemlich viel zu tun. Arbeits-, also von Arbeit her. Von Arbeit. Und, aber wenn sich das wieder ein bisschen beruhigt, da die Lage, dann denke ich, wird sie da. Ich habe ihr das schon geschickt, die Links zum Vorbestellen. Das kommt auch erst Ende März, also ist noch keine Eile. Und dann beginnt ja wieder die helle Jahreszeit irgendwann und dann wird sowieso ruhiger mit der Spielerei. Auch wobei, so ein Livestream in Ehren kann ja niemand verwehren. Ich kann jetzt nochmal farmen. Habe ich Fortnite Battle Royale? Nein, habe ich leider nicht. Wen? Was? RP fragt, ob ich Fortnite Battle Royale habe. Hab ich nicht. Ich markiere jetzt mal. Er kann noch an deine Spieleliste gucken. Stimmt. Aber er ist ja gerade auf der. Ah, du bist auf der PS4 unterwegs. Guck da einfach meine Spieleliste. Dann müssten wir aber befreundet sein. Sind wir das? Weiß ich gar nicht. Kannst du da nicht auch so reingucken? Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Das weiß ich schon. Ich weiß nix. So. Ja. Da ist das Abenteuer. Ob das heroisch ist oder kann man Abenteuer heroisch halten? Ich weiß nicht. Mach's mal an. Mach mal. Da haben wir wesentlich was zu tun hier. Oh, wir haben was gekriegt. Abenteuer starten. So. Dann müssen wir jetzt wieder durch diesen Garten da marschieren. Ich muss jetzt außerdem eigentlich die Katze füttern, so ein Ärger. Ja, dann mach doch, dann laufen wir ein bisschen später los. Ja, machen wir auch. Oder geht das auf Zeit? Weiß ich nicht. Wenn es auf Zeit geht, dann mach ich alleine. So, ich bin heute nicht im Chat dabei, deswegen sehe ich nicht, was ihr schreibt. Ich habe hier nur Studio-Link nebenbei an, weil Michi von mir immer meine Sprache über einen extra Kanal haben möchte. Ich gehe, also mein Stream geht übers Headset raus und dann habe ich noch ein zweites Mikro an mir dran, was über Studio-Link, über den. Ja, über das MacBook hier gerade an mich gesendet wird. Sie haben die verschlüsselten Datenübertragungen wieder installiert. Um es auf den Punkt zu bringen, die Kabale sind wieder am Marschieren. Ihr solltet euch aufmachen. Genau, das ist das. Wir müssen da nur rein. Vom Abenteuer. Nee, und weil Studio Link ist wohl eine beliebte App bei Podcastern, weil das verlustfreie Sprache überträgt. Ich habe gerade mal Werbung gemacht, Michi, für Studio Link. So, geht gleich weiter. Ja, ich habe gerade mal Werbung für Studio Link gemacht, habe ich gesagt. So, da bin ich wieder. Hat er mich doch nicht gehört. Na gut, okay. Nee, habe ich nicht. Ich erzähle zum dritten Mal, dann sonst ist auch egal. Darf ich einen kleinen auf den Nacken. Dass ich Studio Link Werbung eben für dich gemacht habe, weil du ja so gerne Studio Link hast oder mich in Studio Link hast. Mich noch nebenbei in Studio Link hast. Genau. Kennst du noch Apfelmännchen? Apfelmännchen? Diese Grafikdinger, diese Apfelmännchen. So ähnlich sieht das hier aus so ein bisschen. Ja. Studio Link ist einfach, also den Ton, den ihr hier hört, also Olli in dem Falle, ist per Studio Link und ich finde, das ist ein solcher Gewinn für das ganze Game. Die Vex lassen andauernd den gleichen Test laufen, aber haben ihre Verteidigungsstrategie immer noch nicht geändert. Sie eliminieren alle ausbleibenden Variablen, die ihre Resultate beeinflussen könnten. Tja, Hüter, das bist dann wohl du, die ausbleibende Variable. Diese blöden Hunde hier. Oh, die sind schon tot. Ey, hallo? Okay. Ich hab mal eben die ganze. Wo ist denn die Tür eigentlich? Wo ist die Tür?
Ja. Ich glaube, wir sollten uns gar nicht so sehr mit der Ballerei aufhalten, sondern gleich zur Tür. Alles voller Hunde hier, du. Alles voller Hunde hier. Hoffentlich kommen die nicht hinterher. RP fragt, wie ich auf PS4 heiße. Ich heiße überall gleich, also auf PS4 heiße ich MC Ryan, wie bei YouTube. Weiter geht's. Ach, das bist du. Ich wollte dich abknallen. Ja, mach ruhig. Wo ist jetzt noch ein bisschen Gedränge an Gegnern? Aber ein Granätchen in Ehren. Oh, hier müssen wir irgendwas erschießen, weil die Tür ist. Diese Rotlegion wollte ich sagen. Alter, ich bin ja auch tot. Warte, wenn ich ihn fertig habe, dann mache ich das. So. Danke. Heißen Dunk. Hast du eine Granate? Die ist wieder der perfekte Moment da. Leider gerade. Granate ist aus. Granaten sind gerade aus. Oh. Bin tot. Hinter dir. 3 Schritte zurück. Das ist auch tot. Von der. Ich bin da immer verwirrt bei der Wiederbelebung, weil ich das immer nicht sehe. Aber der Steigwagen. Beta wieder ein. So, komm, jetzt kriegen wir die Viecher. Kann so schwer sein. Wir sind ein bisschen hart. Also irgendwie wollen die nicht sterben, ne? Diesmal weigern sie sich. Ey, weil die rot sind. Ich glaube, die sind. Danke. Oh, jetzt. Jetzt ist die Tür auf. Das Geräusch war da. Dein berühmtes Geräusch. Bitte. Das ist dein Geräusch. Mein Geräusch. Oh, die sind übel. Diese Psions kann ich ja sowas von nicht ab, ey. Nee. Ich flieg gerade schon mal weiter über den ganzen. Rüber. Das geht. Und bis zur Tür, ja, wenn ich die Tür mal fände. Hier ist sie. Oh. Die haben mich arg in Bedrängnis gebracht. Ja, jetzt geh auf. Deswegen lassen sie mich auch in Ruhe, das ist ganz gut. Da bin ich jetzt schon im nächsten Bereich. Auch. Und bin jetzt schon auch schon tot. Ich kann dich wiederbeleben. Das ist sehr nett von dir. Danke. Okay. Das ist bestimmt wieder einer, den wir wohl alles abknallen müssen. Hallo. Ja, die Tür ist rot. Nenn ich alles, also diese rot umrandeten halt. Oho, okay. Fucken, ey. Ja, echt, sag dir das. Ist halt ein heroischer, ist ein heroisches Anteil. Aber Hauptsache, wir müssen nicht mal von vorne starten, wenn es hier kaputt geht. Das ist der Vorteil. Da sind jetzt die Gegner. Einer mal weg hier. Was schießt denn hier auf mich mal? Oh, aber mit diesen Laser-Dingern machen sie das. Laser. Ja, genau. Oh, warte. Alter, das ist schon nicht schlecht. Ich sag dir das. Schnapp mir den Arsch mal hier. Achso, der schnappt sich hier jetzt, der Arsch. Jetzt die Tür auf. Die Tür war auf, ja. Dann gehen wir durch die Scheiß Tür. Lass doch die Gegner sein. Der P sagt, er kann mir keine Einladung schicken aufgrund meiner PS4-Einstellungen. Keine Einladung, keine Freundschaftsanfrage. Okay. Machen wir nach dem Spiel. Du kannst mir aber eine Nachricht schicken und dann schick mir doch einfach eine Nachricht mit deinem Gamertag. Dann kann ich dich adden. Das geht auf jeden Fall, das habe ich glaube ich schon mal gemacht. So. Oh, Dries. Oh, wieso? Ich. Und die sind sehr robust, diese Schweinepriesterinnen. Wo müssen wir überhaupt hin? Ist das überhaupt der richtige Weg? Was ist da? Hallo Lisa, komm auf den Show. Ich habe wieder Katzenbelag hier. Ja? Ja, wir müssen eine, aber auch, oh shit. Weil eine Rakete konnte ich der gelben reintun. Oh, ja, ich glaube, wir müssen die Hydris als erstes erledigen. Ja. Sonst, oh, ich falle hier gerade mal runter. Schönes Ding. Oh, sag mal. Ich glaube, die eine ist gerade kaputt. Kann das sein? Ich kann nicht wieder beleben, warte. Danke.
Sehr gut. Die ist ja gleich down, die Hüte ist auch down. Oh, hier ist noch so ein Hobgoblin. Oh, zwei. Oh, yeah. Oh, hinter dir. Ja. Den boxen wir jetzt erstmal. Oh, nee, der brennt ja. Ach, der so ein, diese Laserdinger sind echt übel, ey. Laser. Aber jetzt haben wir es gleich. Ja. Die Tür ist, glaube ich, sogar schon auf. Ach so. Oder? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, wo die scheiß Tür ist. Ist hier überhaupt eine Tür? Ja, oh, ich bin gerade ziemlich töten. Nee, die Tür ist auf, ja. Wo? Nee, doch, hier hinten. Die ist ja mal zum weißen Punkt. Oh, markiert, Tür ist so geöffnet. Nee, das war keine Tür, das war der Abgrund. Bist du schon durch? Dann bin ich ja gleich mit Gefangenen transportiert, ich was gesagt. Ja, mitgefangen, mitgehangen. Muss ich hier runter? Nee, halt. Boah, Alter, hier ist aber gut was los. Oh, jetzt bin ich auch schon tot. Ach, da bist du. Ach, dann bin ich auch schon durch, okay. Da ist die Tür. So, weiter geht's. Nicht wieder ganz? Das ist ja eine Frechheit. Oh. Da ist eine Hydri da oben. Mhm. Ich hab so noch eine Rakete eben gemacht, aber hysterisch hätte ich fast gesagt. Bei heroisch reicht nicht eine Rakete. Nee, ich fürchte nicht. Ich versuche jetzt dann trotzdem mal durchzulaufen, weil die Tür ist nämlich schon aktiv. Oder ist das schon wieder der... Waren wir da eben schon? Ja, da sind wir tatsächlich ganz zurückgesetzt worden. Ah, cool. Mit Fernschuss habe ich sie erledigt. So, ich versuche jetzt mal hier die Tür zu öffnen. Fortwährende Abhängigkeit der Vex gegenüber den Kabalen. Letzte Tür. Selbst für sie ungewöhnlich. Ich finde das beunruhigend. Ich finde es beunruhigend, dass du es beunruhigend findest. Normalerweise hast du für alles eine Antwort. Oh, verfluchter Mist. Sausackler, Mann. Also. Hä? Wie bist du da hochgekommen? Hier war so ein. Ach so, ja, genau. Hier ist so ein. Genau. Jetzt bin ich hier mitten. Sag mal, das finde ich aber auch. Och, sag mal. Genau vor die Vex gefallen und alle schießen natürlich. Jetzt nochmal. Ich geh mal durchs Portal, dann kommst du hinterher gleich wahrscheinlich automatisch. Ich bin leider gerade automatisch abgestürzt, ich Idiot. Also das kann ich schon mal gut. Och, sag mal, der setzt mich aber auch immer... Mal. Jetzt versuche ich nochmal, ohne direkt zu sterben. Ja, jetzt schaffe ich es, glaube ich. So, dann geht hier so ein Teleport an. Natürlich schaffe ich es. Doch, jetzt habe ich es geschafft. So, jetzt komme ich auch da durch. Eigentlich ganz nett, weil es immer so offensichtlich so zufällig erfolgt wird. Jetzt bin ich oben an dem Tour. Bist du schon durch? Ja. Und da haut er ab. Ich wette, ihr könnt ihn aufhalten. Verteidige Checkpoint. Ich dachte, wenn der Läufer hier so ist. Ich hab nur eine Rakete, so ein Scheiße. Ich hab zwei. Ich hab immer eine mehr als du. Ach, okay. Und jetzt? Ach, hier läuft doch so ein Typ rum, den müssen wir erledigen. Ja, ja. Ach komm, das haben wir doch schon mal geschafft. Ja, gar kein Problem. Überhaupt keine Probleme. Kommen wir da durch? Ja, da können wir durchgehen. Ne? Nicht durch alle. Da haben wir mal direkt eine Rakete reingefetzt in diesen Sack. Noch eine. Und schön tritt. Oh, jetzt kommt er her. Nein, wir sind noch nicht fertig mit dir. Wir sind noch nicht fertig mit dir. Das stimmt. Oh, ich hatte glaube ich gleich super. Ich muss mal gucken, ob mein Super aktiv ist. Ja, da bin ich gerade selber tot. Oh, ich bin auch tot. Level. Fragt. Selexa LP fragt Lichtlevel. Jetzt laufe ich dir mal hinterher und mache mal meinen Super an. Kommt nur das gute Super rein? Jetzt läuft er aber, wa? Ja, aber super kriegt er das aber Angst, du. Jetzt ist er stehen geblieben, aber super konnte ich ihn noch ordentlich verpassen.
MP, deine Nachricht ist angekommen, wenn du gerade eine geschickt hast. Das ist gerade die Nachricht angekommen. Ja. Hier ist ein bisschen Betrieb. Oh, jetzt sterbe ich gleich, aber. Oh, ja, genau. Aber ich konnte ihm so richtig, ich glaube 5, 6, 7 Gewehrsalven habe ich ihm in seinen Rücken gedrückt. Alles gut, ich bin jetzt auch leider gerade tot. Verteidige Checkpoint 1 von 5. Ich glaub, das ist ein... Ach so, jetzt, keine Ahnung. Alles voller Hunde hier. So. Oh shit, schon wieder tot. Ah toll. Wow. Direkt im Respawn Point, das ist alles voll hier, du. Das ist doch richtig ätzend. Kannst vergessen, mich wiederbeleben, hier ist so viel los. Ja, ja, okay, wir müssen also sehen, dass. Aber ich habe jetzt nicht verstanden, was wir hier machen müssen. Überleben. Oh, erstmal, weil du hier immer respawnst und hier ist noch dieser orangene Typ. Genau der. Okay, dann müssen wir den jetzt in Ruhe fertig machen. Und Hunde sind hier auch. Ohne Ende Hunde, du. Ja. Orange ist weg. Hier ist noch einer. Was nun? Also Hunde sind jetzt auch weg, okay. Aber kommen neue, keine Sorge. Ja, aber wir müssen ja den. Schon wieder tot. Alter, Dicken das geht hier richtig zur Sache. Ne, wären wir zu dritt natürlich besser aufgehoben. Ja, aber ich glaube, die fassen das an, oder nicht? Neues Ziel. Wer schießt hinter uns oder wo? Also ich habe euch auf jeden Fall schon ein paar weggezogen, aber es sind immer noch genug. Verstärkung eliminiert, 0 von 2. Also irgendwie geht's jetzt, kommt jetzt noch ein neuer. Ja, da ist noch einer weg. Alter. Habe ich noch Raketen irgendwo? Also liegt ja auch schwere Munition. Aber haben wir den Dicken? Haben wir den Dicken erledigt? Den haben wir ja gar nicht erledigt, ne? Nee, wir müssen erstmal jetzt hier. Och, sag mal. Aber gleich müssen wir erstmal Munition sammeln. Sollten wir hier weiterkommen? Ja, ja, aber da hängt jetzt noch einer, den habe ich ja schon relativ weit runter. So, ich habe eine Rakete geopfert. Jetzt ist er weg. Der ist schon mal weg. Ah, 2 von 2. So, erstmal Munition sammeln wir hier auch. Oh, warte, ich kann nicht wieder beleben, warte. Ich muss den weg. Das ist immer noch. Jetzt müssen wir die Truhe noch holen und dann haben wir das, glaube ich. Der läuft mal in Ruhe. Dann die Truhe zurück. Oh. Oh, cool. War das jetzt was für war? Verbleibende Sekunden? Achso, ja, ist fertig. Ich glaube, wir haben es nicht so gemacht, wie es sein sollte, aber wir haben das irgendwas kann beendet. Gut sein. Aber heroisch? Warte mal, ja, das war heroisch. Ja, aber haben wir ihn heroisch auch beendet? Das ist die Frage. Ja, das weiß ich nicht. Es ist jetzt vorbei, auf jeden Fall, das Adventure. Hattest du mir auch was gehört? Ich glaube gar nichts. Außer ein paar Grammel. Ja, lädt noch. Prüfung der neuen hoch zu machen? Nee, also. Kann sein. Er lädt noch, genau. Er lädt noch. Ja, nee, schließe 3 heroische Strikes ab. Nicht. 0%. Ja, schade. Nee, Strikes. Achso, nee, das war ja kein Strike. Das war ja ein. Ach, warte, nee, da war noch was anderes. Warte mal, Erlob. Wo war das denn noch? Das ist auch weniger geworden, ne? Schmelztiegel, Prüfung der 9. Ja, wir haben ja Clan, haben wir abgeschlossen, aber ansonsten ist es bei mir noch nicht so. Los. Ja, die wollen wir ein bisschen behaken lassen hier. Ich gehe mal ganz kurz zu Vancy, weil, Vancy. Ja. Okay. Weil ich, glaube, irgendwie, du kannst ja maximal 20 von diesen anderen Dingern nur tragen. Ja, genau. Und das wäre Verschwendung, wenn du davon irgendwie mehr hast oder willst, hättest. Hast du ja nicht, mehr als 20. Nee, deswegen wandle ich lieber vorher schon mal um. Komm ich mal mit zu Vancy. Leider fehlen mir auch noch diese Verstärker. Kann man bei ihm ja auch leider nicht kaufen. Sei gegrüßt, Hüter. Und bietet er mir nicht an? Das ist scheiße. Doch, ach, nicht genügend Platz. Ich flipp aus. Super. Das läuft ja gut.
Wieso nicht genügend Platz? Warte mal, muss ich mal gucken. Kommen wir doch mal zu Brother Wans. Wans. Inventar. Wieso ist hier nicht genügend Platz? Genau, fortgeschrittener Tower. Stimmt doch gar nicht. Verstärker. Ja, schade, schade, schade. Hier kann ich mit dem auch 300er Zeug kaufen, was keiner braucht. Ah, ich gebe erstmal Krempel ab bei ihm. Reicht auch sogar für einen Engramm wahrscheinlich. Ja. Wieder mehr Zeug, was man nicht braucht. War denn nicht genügend Platz? Wieso habe ich nicht genügend Platz? Ja, räum doch mal auf, wie sieht das denn nee, da ist alles sauber. Also nicht überfüllt, sag ich mal so. Keine Ahnung, wo der den Platz Königin macht. Flüsterte mir einst ein Geheimnis. Und leider bei Herrn Vance. Ich weiß, dass ich es eines Tages erreichen teilen werde. Ich räume mal, wenn du aufräumst, räume ich auch mal auf. Ich kann nicht aufräumen. Ich hab Slots frei. Slots für was, die wäre die Frage. Ja, auch Radiologe, Radio Dings war. Ach so, konzentrierte radiolare Kultur maximal, deswegen. 3 Max. Ja, die ist voll. Ja, die ist voll. Alles klar. Genau. Und dann brauche ich momentan aber gar nicht, ne? Nee. Ach so, und Radio, okay. Ne? Gut, Paradoxon Verstärker habe ich 4. Und da brauchte ich, warte. Also geht das gar nicht bei Bruder gerade. Nö, also wir könnten jetzt. Oh, der Stopp brauche ich noch. Einzige, was jetzt anstünde, wären Strikes, also heroische. Da gibt's noch. Gibt's da Paradoxon-Verstärker für? Das weiß ich nicht. Ja, mit sich, also gibt's alles. Also es droppt halt zufällig, ne? Bei Strikes und bei allen. Es kann doch sein, dass du hier einfach Kisten looten musst, ohne Ende, dann kriegt das auch irgendwann, aber es ist halt eine Frage, was wir machen. Mir ist egal. Mir auch. Also wir können heroische Strikes machen. Allerdings schaffen wir wahrscheinlich nur noch einen, weil ich wollte die 8 aufhören. Aber wenn ich sehe, wie wir eben bei heroischer Aufgabe, Abenteuer. Soll jetzt keine Kritik sein, aber. Du meinst, wir waren nicht so gut. Richtig. Ja, das stimmt. Ja gut, dann machen wir das nicht und warten, bis wir da mal wieder Janine haben. Ansonsten, ja, dann wisst ihr aber nicht, was wir jetzt machen sollen. Also ich muss mal 75. Ich kann natürlich hier die Herausforderung noch machen, um das 75 wegzutöten. Also zeitlich schaffen wir es nicht. Schaffen wir es würden wir wahrscheinlich, aber ich denke, wir würden 2-3 Mal anfangen müssen neu. Ja, ja, klar. Ja, schaffen tun wir die alle weil immer irgendwann. Zu zweit ist es natürlich irgendwie dann relativ schwierig. Beziehungsweise mit dem Dritten, der dann mit Pech haben abhaut. Ja, ja, genau. Da wäre das natürlich cool, wenn wir Janine hätten, die können wir dann verpflichten, nicht abzuhauen. Genau. Hiermit wirst du verpflichtet, nicht abhauen. Aber macht sie ja nicht. Macht sie ja. Janine ist ja die ehrgeizigste von uns, sogar. Ich bin ja eher so die Lusche, so. Ach ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und Janine ist aber ja mega ehrgeizig. Sie will das ja auch schon. Also, das ist jetzt kein Vorwurf, sondern es ist eher ein Kompliment. Was ist denn jetzt dieses blöde Abenteuer, das gerade, das blöde, oh Mann. Also ein Abenteuer will ich noch mitmachen, sonst auch. Ein Abenteuer wird müssen wir schaffen. Ja, aber hier ist ja nichts mehr. Achso, warte. Ja schon ach, haben die nur eins hier, das? Ja, es gibt Tatsache. Nur das nee, hier, eins habe ich noch. Das Auf und Auf. Nein, habe ich noch. Ja, dann hauen sie rein, Mann. Habe ich mal markiert, warte mal. Ich gehe mal hin, weil auf dem Merkur kannst du ja nur gehen. Ja, dann komme ich ja. Das stimmt. Okay, bin mal gespannt. Ah, das Auf und Auf. Okay. Geist. Ich habe die Koordinaten für einen Wechskampf. Fusche an der gefallenen Simulation herum. Also müssen wir wieder da reinlaufen wahrscheinlich. Ne? Der Gefallenen studieren.
Sie planen wohl eine oder? Invasion. Wir kümmern uns drum. Die Wechsel, die gefallen, wir nicht. Ja, wir müssen da wieder rein in dieses Dreieck laufen. Okay. Ich glaube, da startet sowieso alles irgendwie, kann das sein? Oh, ja, ja. Ich bin schon wieder erschossen worden. Ey. Wofür hat man denn 300.000 Millionen Lichtlevel, um dann... Und dass man hier nicht... Also das finde ich jetzt auch ein bisschen dämlich eigentlich, dass man hier kein, sein Auto nicht einsetzen ja. kann. Jetzt bin ich schon wieder... Naja, wenn diese Daten korrekt sind, dann wird das Zieltor stark bewacht. Diese Simulation komm, muss äußerst wichtig sein. Selbe wie eben. Dex ist nichts wichtiger als eindeutige Daten. Nee, das Auf und Auf ist doch was anderes, oder? Das ist hier aber auch genauso mit so Dingern irgendwie. Achso, ja, das ist ja immer. Das ist ja immer. Man muss ja erst sich durchkämpfen durch diese paar Ebenen da. Aber diesmal ist es nicht heroisch. Könnte also sein, dass wir es schaffen. Das ist ja, ich wollte sagen, deutlich leichter. So ein orangener war ganz fix weg. Ach, was ich wieder vergessen habe, wir hatten wahrscheinlich bei den Heroischen eben ganz oft in die Granaten weggearbeitet. Oder Super oder irgend sowas. Super habe ich mal benutzt. Oder was meinst du? Ja, oder war das doch... Bist du tot? Ja. Bist du tot? Bist du tot oder liegst du hier rum? Alter, bist du tot, ey, Alter? So. Jetzt geht's sterben, wir haben es eilig. So. Auf und auf. Auch wieder Türen. Tritt die Zukunft. Türen und Toren. Macht auf das Tor... Nee, macht auf die Tür, das Tor macht weit. Da unten die Michi hauen die Kabale breit. Genau. Ach, du bist ein echter Pöt. Aber die Granaten kommen trotzdem schneller als... Ja? Bei mir also die kommen nicht sehr viel schneller, aber sie kommen. Oh, da oben ist so ein komischer, warte mal. Ah, verdammt. Ja, ja weg mit dir. Sausack Pillermann-Arschloch. Wo ist denn jetzt die Tür? Wo ist die Tür? Wir sind noch zu viel Gegner, und ich hab den Überblick verloren. Hunde, Hundi! Alles voller Hunde. Oh, hier waren wo die Tür. Das ist der Geräusch, aber wo ist die Tür? Immer ja. dem Pfeil nach. Ja, ich sehe, ich sag ich dir, das sag ich dir. Das sag ich dir. Gurriwurst. Ja, also. Also das finde ich ganz gut. Das ist, weiß man bei The Division, wo sie auch im Untergrund, wo das eigentlich immer so prozedural oder so zufällig generiert wurde. Also es war schon irgendwie immer ähnlich, aber doch irgendwie auch immer anders. Fand ich ganz cool. Es war ähnlich, aber doch irgendwie anders. Nein, die Räume sahen schon immer irgendwie ähnlich aus, aber so die Aufteilung, es waren so Module. Ja. Es waren irgendwie bestimmte Module, die dann immer neu zusammengesetzt wurden. So haben die dann das verkauft, als sei das praktisch jedes Mal kein Raum würde dem anderen gleich. Das war natürlich völliger Quatsch, aber ein bisschen... in gewisser Weise ja schon. Ja, das stimmt. Tür ist auf. Ich brauch so ein Messer, Henny. So, jetzt sind wir auch schon fast am Eingang. Ah ne, hier geht's auch. Immer diese Arbeit. Schnapp. Erwischt. Wo ist es denn? Ah, hier ist die Tür auch schon auf. Sie wird ja einladen, du. Erstmal die Sprengschweber weg. Oh, hier sind noch mehr Sprengschweber. Einen hat er noch. Oh, ist alles voll. Ich bin schon an der Tür. So. So. Oh. Läuft. Musste man hier runter? Ja, musste runter, ne? Ah, Tür ist auch schon bereit. Tür ist schon breit. Und danach sind wir auch durch. Das war dann, sind wir im Endstadium der Demenz. Hö? So. Genau. Nee, dann erst noch. Ach so, jetzt, warte. Jetzt. Hö?
Wieso also das plötzliche Interesse an den Gefallenen? Die Vex haben vorher nie viel Interesse an ihnen gezeigt. Das wissen nur die Vex. Ihr Netzwerk passt sich stets an. Jetzt, wo Panoptis zerstört ist, war es unvermeidlich, dass sich ihre Anweisungen ändern werden. Schritt, Schritt, Schritt. Aber wirklich. Die Zeit drängt und wir sollten sie nicht verschwenden. Ach der, wir wieder, Wächter. Wo wir über die Ebenen springen müssen. Ach du Schande. Alles glaub klar. Ja, doch, kann sein. Und wir haben ein Zeitlimit? Das kann doch gar nicht sein. Ich glaube, das. Nee, hat er nur so gesagt, ne? Dachte er so. Ja. Ist echt hey so. Also, ich sehe da nichts ablaufen. Nein, nein, nein. Das ist einer von den Wächtern. Bist du der Torwächter? Ja, so einer ist weg. Aber hier geht's ja noch weiter. Hier müssen wir rein, glaube ich, oder rauf? Oder nee, nee, hier weiterlaufen, oder? Hier, ach, hier unten ist er, hier unten. Ach so. Na, dann machen wir da unten halt kaputt. Das ist ja viel Spiegel. Wo bist du, die Sau? Wo ist er denn? Aufs Maul. Weg. Ich hab ihn aufs Maul gehauen. Oh, der hat scharfe Munition fallen lassen. Neues Ziel. Kundschafte die irgendwas aus. Ah, jetzt kommen wir die Plattform. Alles klar. Oh, jetzt bin ich runtergesprungen. Schau nicht runter. Ich hab's schon geschaut. Nein. Natürlich nicht. RP fragt, welche Story wir besser fanden bei Destiny, die von vom ersten Teil oder vom zweiten Teil? Oh, da muss ich aber. Ich kann mich gar nicht mehr an den ersten Teil erinnern. Also, ich würde behaupten, der zweite. Ja, im Prinzip würde ich das auch sagen. Weil irgendwie mehr Tiefe im Sinne von, also ein bisschen. Ich bin dann mal auf der Plattform. Ja auch. Schieße schon mal alle weg und dann geht's ja gleich auf die nächste Plattform. So. Nächstes Ziel. Hier sind die Dinger, oder? Aber die hauen ja jetzt schon wieder ab, ne? Genau. Ja, man kann aber. Ja, ja, das geht schon, das stimmt schon. Ja. Geht aber eigentlich. Oh! Wenn man nicht nervös wird, also so wie ich. Nein, ich Idiot! Ich bin ein Idiot, ey. Aber ich bin nicht gestorben. Das ist ja noch schlimmer. Das heißt, man muss den ganzen Weg wieder hoch. Dann stirbt doch einfach. Ja, genau, stirbt doch einfach. Dann stirbt doch. Ja, diese Schufferei, das finde ich total nervig. Bevor das der jetzt noch auf Zeit wird, wenn ja. Ich glaube ich durch. Wo ist noch einer hier? Da, ich finde ihn doch. Okay, jetzt geht du, los. Du bist schon da, oder was? Ja. Ich hüpfe hier noch den Weltmeister rum. So, jetzt bin ich auch mal da. Jetzt geht's ja erst richtig. Jetzt sind wir so richtig kritisch. Wie, hier soll noch irgendwo einer sein. Hier geht einfach weiter. Oh. Die schon so weit. Da werden wir hier geliefert. Ah, wir haben den nächsten. Ich bin auch auf der nächsten angekommen. Ich hab mal mit Super hier alles bereinigt. Ah, hängt noch einer so jetzt, der ist weg. Ihr seid ganz in der Nähe des Ziels.
Setzt alles daran, die Gefallenen aufzuhalten. Oder? Wie das geht, wissen wir. Wo geht's denn jetzt weiter? Hauen die wieder ab hier, die Großen? Nee, ich glaube, da müssen wir drauf springen, oder? Ach, hier geht's runter. Da sind wir sehr hoch. Das geht jetzt relativ gut. Das haben wir auch schon mal heroisch geschafft. Das war echt? Überhaupt kein Thema. Sicher? Ich habe so schwitzige Finger, das habe ich doch noch nicht heroisch gespielt hier. Ich habe immer schwitzige Finger, wenn ich spiele. Bei Höhe, immer nur bei Höhe. Weißt du, da bei ja, ja. Bei Watch Dogs, wo man diese scheiß Brücke anmalen musste. Ach so, ja. Oh, da war ich aber, ey, das ging gar nicht. Das war schwer, ja. Ja, nee, schwer war es gar nicht. Es war aber, also, du musstest dauernd hochklettern und irgendwie die Höhe, die virtuelle Höhe, die echt erwischt du. Das haben sie geil rübergebracht. Ja, das stimmt. Ich bin noch am überlegen, weil Watch Dogs 2, ach nee, das zweite war, das war das erste mit dem Graffiti, ne? Glaube ich. Das war der zweite? Mit der Brücke und Graffiti? Ja, klar. Ich glaube, das war der erste Teil, oder nicht? Nee, erster Teil spielt er in Chicago. Achso, okay, weil den gibt es nämlich gerade im Store für 17 Euro, glaube ich, gesehen. Im ersten Teil? Ja, in den zweiten. So, das war cool. Also, der, ich habe den ja. Und ja, ja. Ich hau doch nicht mal so, was ist das? Ein weiterer Realitätspfad, den wir für die Vex geschlossen haben. Habt ihr doch gesagt, dass wir das dort haben? Oh, voll. Irgendwas habe ich gekriegt. Glimmer voll, alles voll. Ja, toll. Liegt dann wieder alles in der Poststeuerung. Aber noch ein Token. Gut, Glimmerwährung ist voll. So, jetzt, wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Ich weiß gar nicht, aber hier wird immer noch was angezeigt, irgendwie da unten. Ja, das ist der Punkt, mit dem man wieder zu, wo man wieder hin muss oder hinkommt. Muss, ist ja, glaube ich, die Mission ist ja abgeschlossen. Stimmt, da erinnere ich mich. Da kann man dann runterspringen und dann ist man im Prinzip, wenn man es richtig anstellt. Genau. Hier ist so ein Tor. Ach. Geht da mal rein. Schwupps, und dann sind wir wieder im Tunnel. Ui, cool. Also, jetzt nochmal auf die Frage von RP einzugehen. Also, ich würde auch behaupten, Story von Destiny 2 fand ich besser. Das liegt auch daran, weil sie dem ersten Teil eine ziemlich flache Story nachgesagt haben, ja, oder zumindest damit den ersten Teil kritisiert haben. Da haben, ja, sie mit Sicherheit deswegen auch. Das haben sie, man muss ja sagen, was man will, Bungie hört ja zu. Und da haben sie wohl dann auch jetzt die Story ein bisschen angeheizt. Für. Ja. Ja, das stimmt schon. Alles in allem war die natürlich auch sehr kurz. Wir haben die ja relativ schnell durchgezogen. Ja, stimmt. Aber das ist ja, darum geht es ja auch bei Destiny. Ja, in dem Sinne, der Story-Mode ist nett so für die Rahmenhandlung, aber im Grunde ist es ja eben der Shooter oder dann das Multiplayer-Spiel. Eben. Man könnte auch behaupten, die Story wäre das Tutorial, um die Steuerung zu erlernen. Ja, das könnte man behaupten und würde nicht mehr viel Falsches sagen. Ja, ich würde sagen, wir fahren zum Turm, weil viel was Neues anfangen, habe ich jetzt irgendwie keine Zeit mehr. Also Zeit ist jetzt relativ, aber ich meine... So eine Zeit ist relativ, das ist so recht. Hat schon Einstein gesagt. Du zitierst hier Einstein. Komme ich hier denn mal hoch oder was jetzt? Eine Kiste gefunden. So, schieße mal ein paar zusammen. Aber genau, dann würde ich jetzt mal sagen, bringe ich uns mal eben zum Türmchen. So. Und dann ist das ein Schluss für heute. Dann gibt's den Tatort für dich, ne? Für mich den Tatort und wir können mal sehen. Wir werden gleich mal gucken, wo wir uns verabreden. Für die Woche. Die alten Männer, ey, hier voll am Gähnen. Wie findest du mein Schiff? Scheiße. Oh. Ganz alt. Total alt. Total alt. Starker Affenanzug. Ich habe tatsächlich versucht, Roger Rabbit zu gucken. Gibt es nicht bei Netflix? Ich habe noch nicht bei Amazon geguckt. Aber bei Netflix gibt es. Ja, der ist zu alt, ne? Irgendwann sind die alten Schinken ja auch raus.
Ja, lustigerweise macht Netflix das ja ganz clever. Die kennen den schon, ne? Also wenn du das in Ja. der Suche eingibst, kennen die den, und dann zeigen sie dir tausend andere Filme an, die so ähnlich sind sozusagen, ne? Ich glaube, auch Aber wenn Sie das. eine gewisse Anzahl von Suchfragen haben, wenn, sag mal, Richtig. 10.000 oder 100.000 nach Roger Rabbit suchen würden, dann holen Sie ihn auch wieder rein. Das kann durchaus sein. Micha Meller sagt, war nett, danke für den Stream, gute Woche. Micha, dir auch, danke fürs Zuschauen. Von mir auch, vielen Und ja, Dank. wir infodieren jetzt noch ein bisschen öffentlich, falls was gibt. Ansonsten ist jetzt aber dann auch gleich Feierabend. Und wir werden aber die Woche bestimmt nochmal streamen. Ganz bestimmt. Das denke ich auch, ja. Wenn Also. mein Nachbar nicht wieder drüben den Presslufthammer rausholt. Pass auf, da mal Bernhard. Jo, aber ich glaube abends, er hört ziemlich zeitig auf. Das ist schon fair eigentlich. Okay. Ja, aber irgendwann muss man dann wahrscheinlich, wenn man ein Haus entkernt, irgendwann muss man ja mal. Ja, ich würde gern wissen, was. Also ich würde gern mal reingehen, wenn Sie fertig sind. Er geht doch hin und sagt: Hallo, ich bin der Olli, ich wohne nebenan, zeig doch mal. Ja, echt. Warum bist du so laut? Zeig mal. Genau. Oder gleich aufs Maul hauen und dann fragen. Kann man auch machen. Er hat heute wieder Natürlich. gehämmert, also ich fand's nicht so. Ich bin ja so ein Typ, der dann irgendwie so aber sonntags auf die Sonntagsruhe und sowas dann hofft, weil Ja, ich lege das mich ist zwar jetzt auch. nicht so hin, aber ich möchte schon mal eine Ruhe irgendwo haben, ne? Und Ja. da fing er das Hämmern an. Ich denke, meine Fresse. Ne? Er ist Vor aber allem, ich schon habe ihm gehämmert. schon mal. Ja, er ist behämmert, ja, genau. Und er kann ja auch öffentlich hier zugucken. Wenn er mich schon Wenn wir gegoogelt die hat, Erde dann verlassen haben findet er und ich mich an auch. sie denke, will ich das Ja. schönste Ja, Bild das haben wir hier dieser Welt auch vor manchmal. Das Augen. ist halt bei euch dann noch ein bisschen anders. Aber wir sind ja hier in der Großstadt und da sage ich immer so, da muss man damit leben. Auch Aber bei. wie man am Sonntag drauf kommen kann mit einer Schlagbohrmaschine, und zwar jetzt auch nicht irgendwie, also im Beton, das macht schon Lärm, und dann auch noch in der Mittagszeit. Also finde ich dann schon, da werde ich dann manchmal auch aggro, ne? Ja. Was heißt denn hier eigentlich, nicht so wie bei mir, du bist ja in einer Großstadt. Hallo? Ja, du wohnst, Hamburg ist ja nicht so, ist ja nicht so groß. What? Nein, nein, das meine ich so nicht. Aber es ist schon, nein, wenn ich wohne in einer eng besiedelten Gegend, um es mal so auszusagen, in der Stadt. Okay. Und das ist schon doof, wenn dann, klar, die Leute nehmen dann einfach noch weniger Rücksicht aufeinander, habe ich Hallo, das einfach, Hüter. weil irgendein Willkommen. Idiot dann doch meint, seine Schlagbohrmaschine nochmal rausholt. Na gut, also ich muss ihm zugute halten, er hat jetzt ganz kurz gehämmert einmal. Ich weiß nicht, so also tapezieren und so ein Krammer kann ich auch nichts gegen machen, ne? Das kannst du mir nicht verbieten. Aber, Nein. oder Wände verputzen, dann raschelt das immer an der Wand da, wenn er dann mit dem Spachtel lang geht, natürlich. Aber da haben sie sich auch relativ zurückgehalten. Das Ding ist nur, dass ich eigentlich ihn ja schon mal auf einem Sonntag erzählt habe, du lass mal sein, das möchte ich eigentlich nicht so gerne Ja. haben. Ja. Dass man dann trotzdem an einem Sonntag den Hammer rausholt und einfach mal 8 Schläge gegen die Wand ballert oder sowas dann, ne? Das war dann nicht so So nett kann man auch irgendwie. machen. Aber er hat ja Hoff gehört. Vielleicht hat sich ja erinnert, oh, Ja. heute ist Sonntag oder sonst was. Vielleicht stellt man sich da auch Ja. zu sehr an. Das ist auch noch die Geschichte dann, RP fragt gerade, wenn ich mir Destiny für die PS4 holen würde, wäre es möglich, mit euch zu spielen? Ja und nein. Also klar, spielen geht natürlich immer. Aber Olli hat ja eben schon referiert, was für eine Technik wir hier einsetzen. Also, weil wenn wir spielen, in der Regel, sag ich mal, in 99% der Fälle streamen wir das ja. Und wir legen viel Wert auf guten Nein, Ton. das kann nicht sein. Nicht der Ausdruck. Also nicht nur den Umgangston, da legen wir auch sehr viel Wert drauf, aber wir legen auch Wert auf die gute Akustik, um es mal so auszudrücken. Oh, ich habe ein paar Waffen gekriegt, sehr gut. Tote Orbit-Belohnung. Also sprich, ja, wenn du dir dieselbe Technik kaufen magst wie Olli und auch Kannst du mich bereit bist, bitte Studio Link dafür einzusetzen verhorchen? und ein bisschen, sozusagen, es ist ein bisschen aufwendiger, was wir hier Hat ihn seine treiben, ne? Laune nicht mehr Dann ganz gerne. gegeben, als er dachte? Janine hat es auch. Ich habe ja ein Genau. paar Das, Schwergewichte, Dieter. aber das schreckt dich jetzt nicht ab. Das soll nicht arrogant klingen. Nein, nein. Wir legen wirklich Wert auf guten Ton. Wir haben festgestellt, dass es einfach für alle Beteiligten besser ist. Vor allem für euch. Also, und für die Zuschauer machen wir das ja eigentlich, weil wenn du noch weißt, die ersten Folgen, wo wir so richtig, wo das richtig schlecht war, was wir so produziert haben. Und ich weiß auch noch die ersten Folgen Ghost Recon, wo wir zu viert gespielt haben und da war noch Chrissy dabei und man hat praktisch nichts verstanden. Die einen waren brüllend laut, die anderen waren total leise, dann alles Sein verrauscht, Gehirn, dass sie knacken, sich nicht rauch, mit also das war uns ganz schlimm. anlegen sollten.
Ja, wobei Deswegen. mein erstes Headset war dann doch besser in der Beziehung. Das liegt auch wirklich am Headset mit, ne? Also, Ja, sicher. ich hatte ja von Turtle Beach, Xbox bin ich auf Turtle Beach, Selbst PlayStation gegangen, wo ich dann dachte so, okay, Aktien pff, kann ich ja reichen. nichts verkehrt machen. Das war ein himmelweiter Unterschied. Das war völlig anders, ne? Hast Und, du recht. RP sagt, er hat ein Rode NT-A1. Reicht das? Das reicht als Mikrofon vollkommen aus. Also dann gehe ich mal davon aus, das ist die eine Sache. Dann müsstest du aber dieses Rode, das ist ja ein Großmembranmikrofon, glaube ich zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Das müsste aber irgendwie in Studio Link rein, weil wir festgestellt haben, dass der Party-Chat bei PlayStation 4 zwar gut ist zum sich gegenseitig verstehen, aber zum Senden, was wir hier tun, reicht es immer noch nicht. Also klar, wir müssen es einfach mal ausprobieren. Weißt du was, wir probieren es einfach aus, bevor wir hier lange rumschnacken. Dann probieren wir das aus, würde ich sagen. Und dann, klar, warum nicht Genau. mal neue Leute dabei haben? Warum denn nicht? Kann doch lustig sein. Jo. Wir sind ja kein Closed Shop, ne? Das ja nicht. Wir machen Oder das ja. wir hatten es vor, aber das waren zu wenige. Genau. Für den Keiner wollte Closed die Shop haben wir zu wenig. Aufnahmegebühr bezahlen. Genau. 2 Millionen. Eine Eine Million Million Dollar! Zwei Doofe, ein Dollar. Gedanke. Ja, und ich bin der Gedanke. Ja, danke. Das sind bloß die zwei Doofen. Na gut, ja, dann sage ich schon mal, RP, klar, machen wir, testen wir mal. Da müssen wir vielleicht aber aufs nächste Wochenende warten, weil diese Woche reicht es bei mir gerade noch ein bisschen zum. Du musst ja erstmal das Spiel kaufen und vor allen Dingen, du musst ja erstmal dann die Kampagne durchspielen. Nein, dich nicht. Ja, weil ich weiß nicht, ob er Das ist ein den langer Charakter von Weg. der Xbox übernehmen kann. Das wäre natürlich interessant, ne? Wenn du sozusagen das irgendwie in die Cloud laden könntest und dann, ich glaube, es geht über die Doch, App. warte mal, ja. Bei der App hat er mir ja auch irgendwie. Ich war mit der App ja schon über den Xbox-Kanal angemeldet und dann habe ich jetzt gesagt, ich bin jetzt PlayStation und da hat er mir erzählt, ja, du bist doch der und dann hat er das irgendwie verknüpft. Das ging komischerweise. Aber ich habe in Destiny den Charakter. Ach nee, gar nicht wahr. Das war ja auch. Ich habe mit zwei angefangen, genau. Nee, das geht aber. Müsste gehen. Genau, dann das wäre ja sonst blöd, wenn du da Ja. bei Null anfangen müsstest. Okay, das klärst du jetzt mal, RP, meine ich, ob du das übernehmen kannst, weil sonst wäre es, glaube ich, Unsinn, neu anzufangen. Und wir checken am Wochenende die Technik, ob das funktioniert. Dann bist du natürlich herzlich eingeladen mitzumachen. Klar, warum denn nicht? Okay, dann sagen wir jetzt trotzdem an dieser Stelle mal Tschüss. Danke fürs Zuschauen an alle. Und wir sind diese Woche sicher nochmal an. Genau. Also, wir können nur noch nicht sagen, wann. Vielleicht auch mehrfach, vielleicht auch jeden Abend. Das Ah, glaube ich nicht. nee, das glaube ich auch nicht. Aber also Aber einmal auf jeden Fall das, können da gehe wir. ich von aus, ja, ganz schwer. Genau. Genau. Gut, Dann von mir auch. dann. Vielen Dank fürs Zusehen, schönen Abend und bis in dieser Genau. Woche. Jo, tschüss. Tschüss. So, ich. Ich noch nicht. Hallo? Jetzt